Die fast runde Insel Gran Canaria hat einen Durchmesser von 57 Kilometern. Klare sonnige Tage im Winter und ein bedeckter Schattenspender Himmel im Sommer sorgen dafür, dass es an den Küsten selbst im Winter niemals kalt und im Sommer niemals extrem heiß ist. Große Windstärken erschwerten die Landung in Las Palmas. Beim zweiten Versuch klappte es. Am Flughafen werden wir abgeholt zu unserem Hotel gebracht. In Maspalomas. Ole, 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 am Strand von Maspalomas. Las Palmas, die Hauptstadt der Insel, hat 379.000 Einwohner. Die Vielfalt an Obst, Gemüse und an Fisch haben uns überwältigt.
Spanier eroberten im Laufe des 15. Jahrhunderts die Kanaren. Besonders stolz ist man auf den Kanaren, dass Christoph Kolumbus auf seinen Entdeckungsfahrten 7 Stück an der Zahl immer noch einen Zwischenstopp auf den Kanarischen Inseln einlegt. Hier im ältesten Haus der Stadt befindet sich das Museum für Christoph Kolumbus. Hier ist diese Insel hier Canisaria, Hundeland. So, La Canaria heißt großes Hundeland. Und diese Insel hat den Namen zu der Inselgruppe gegeben. Heutzutage Kanarische Insel. Deswegen werden Sie an den Wappen von den Kanaren auf beiden Seiten zwei Hunde sehen. Imagínate la luna dibujando sobre el mar mil sirenitas de espuma y plata y encontrarte en una playa solitaria a unos ojos de mujer enamorada. Vente a las Islas Canarias, te encontrarás como en casa. Vente a las Islas Canarias, te encontrarás como en casa. Solo faltas tú para empezar la fiesta. Am wasserlosen Kanal entlang zum Strand. Ole, ole, am Strand von Maspalomas. Ole, 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 auf Gran Canaria. Wir werden alle düsen, den Koffer in der Hand. Von Flensburg bis nach Garmisch verlassen wir das Land. Die Kinder und die Alten sind immer mit dabei. Wir lassen uns nicht halten und nehmen alle frei. Am Strand von Maspalomas, auf Gran Canaria. Am Strand von Maspalomas, da sehen wir uns wie jedes Jahr. Wir treffen uns im Süden, dort unten bei den Dünen. Von Maspalomas auf Gran Canaria. Ole, 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 Maspalomas. Ole, 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 auf Gran Canaria.
wir schwimmen bei Ebbe und bei Flut. Wir flirten und wir lieben, denn Liebe tut uns gut. Von Bayern bis nach Schweden sind wieder alle da. Die Dünen von Maspalomas liegen auf gleicher Höhe wie die Wüstenzone in Afrika. Auf Gran Canaria, am Strand von Maspalomas, da sehen wir uns wie jedes Jahr. Wir treffen uns im Süden, dort unten bei den Dünen. Von Maspalomas auf Gran Canaria. Guten Morgen alle, buenos dias. Willkommen zu unserem Ausflug. Und ich heiße Ausflug. Der Mitte-Dienst. Hier ist 45 Kilometer. Der erste Stopp mit Aussicht auf eine zerklüftete Felswelt. Nach dem Kamel- und Safari-Park machen wir eine Pause auf dem Risco Blanco mit einer herrlichen Aussicht. Vom Risco Blanca fahren wir bis nach Artenara. In Artenara besuchen wir das ethnografische Museum, das in einer alten Höhlenwohnung liegt, die wahrscheinlich bereits von den prähispanischen Bewohnern dieses Ortes benutzt worden ist. A coger caracoles,
Alter Roller. Weiter geht's von Astinara aus durch eine wunderbare Gebirgswelt nach Teror. Idol. Mit dem Bambelue kann man eine große Familie haben. Es gibt das hier. Das ist eine ganz heilige Gemälde. Das ist die Basilika. Das sind die Balkonenstraße. Das ist hier ein Wallfahrt, ein religiöser Platz zum Beten. Thank you.
Weiter geht's mit der AIDA Blue nach Casablanca, Cadiz, Malaga und Mallorca. Doch davon berichten wir später.